ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute gibt es mal wieder eine wunderschöne Map, und zwar die XP Island Map. Es ist eine Open World Roleplay Map. Man kann viel erkunden, Abenteuer erleben. Es gibt XP, man kann Fische fangen, es gibt Piraten und Papageien. Man kann sie alleine oder mit Freunden spielen. Es ist also keine Death Run Map. Man soll auf dieser Map einfach nur XP verdienen. Und deswegen schauen wir uns die Map mal an. Mir fehlen aktuell 48.000 XP zum Level Up. Da werden wir doch mal gucken, ob wir die in einer vorgegebenen Zeit erreichen oder nicht. Ich mag ja auch solche Maps. Ich mag Death Run Maps, die vor allem themenbasiert sind. Ich mag solche Maps. Und wir sind aktuell auf einer kleinen Insel gestrandet. Okay. Hier ist eine Kiste, die darf ich nicht öffnen. Hier gibt es... Wo ist denn das? Das Wasser. Das, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Was rum ist. Was, ich trinke keinen Alkohol. Ich brauche sowas nicht. Ja, und solche Open-World-Maps, wo man einfach Spaß, Spannung und Spiel hat, mag ich ja auch. Siehe damals die Valhalla-Map. Die habe ich mir immer noch abgespeichert. Die spiele ich heute noch. Und wir wollen mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt einen Fisch angel. Ich kriege 63 EP für einen Fisch. Okay. Das ist schon mal nice. Das ist nicht zu viel. Dafür, dass man hier rumsteht und einfach nur angelt. Das ist wirklich nice. So, es soll aber eine Open World Map sein. Ich sehe aber tatsächlich nur diese kleine Insel. Oh, zu früh rausgezogen. So, wollen wir doch mal gucken. Kann ich bei dir die Fische verkaufen? Go catch some fish. Selfish one gold. So haben wir gemacht. Aber hier steht Import Press to Begin XP Island. Yes. Oh. Hä? Okay, ich muss jetzt noch einen Fisch fangen. Kommst du her? Habe ich gemacht. This man XP is working and you are free to play the map. Go talk to Pete the Pirate. Naja, habe ich ja gemacht. Was ist denn hier? Okay, hier gab es ein paar mehr XP. Kiste ist auf, nichts kam raus. Ansonsten gibt es hier auch nichts weiter drumherum, irgendwie, was man looten könnte für XP. Da werde ich mich mal nicht dran machen, das zu anzuklicken. Wir schauen mal. Die Map, da sollte noch eine Kleinigkeit sein, wo ich markiert habe, dass man wieder in der Luft schwebt.
Wir schwimmen mal ganz kurz zu der Palminsel darüber. Weil bis jetzt muss ich sagen, die Map an sich, wenn man nur rumsteht und angelt, ist ja langweilig. Es wurde groß geschrieben Open World. Das ist aber für mich keine Open World Map. Es ist eine Wassermap mit einer Insel, mit zwei Inseln aktuell. Und auf der einen Insel kann man anscheinend wohl nichts machen. Hier gibt es Krabben. Die kann man anklicken. Da gibt es XP. Okay. Ist hier noch irgendwo eine Krabbe versteckt? Da ist noch eine Krabbe versteckt. Okay, baumtechnisch können wir nichts machen. Schade. Da hinten ist ein Boot, da werden wir jetzt mal hinschwimmen. Oder wieder eine Insel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, lieber Map Creator, nimm bitte das Open World raus. Das ist keine Open World Map. Eine Open World Map ist eine Map, auf der man rumlaufen kann, bei der es alle 5 bis 10 Schritte etwas zu entdecken gibt. Hier gibt es nichts zu entdecken. Das ist eine reine Wassermap. Wir haben jetzt zwei Inseln gesehen. Bei einer konnte man angeln, bei einer gibt es Krabben, die kann man anklicken für XP. Jetzt schwimmen wir aktuell zu einem Boot, das gefühlt nicht größer wird. Kommt das überhaupt näher? Ja, es kommt näher. Springst du bitte mal rein aufs Boot? So. Lootboot. Na dann, zeig mal her. 600 EP, okay. Sonst gibt es auf dem Boot nichts. Nein. Nö, es gibt nichts weiter auf dem Boot, okay. Jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Wir sind außerhalb. Ne, da sind wir. Da müsste doch eigentlich hier hinten noch irgendwo was sein. Dort ist so. Da sehe ich auch was im Wasser. Okay. Guck mal ganz kurz rum hier. Da ist nichts. Aber da hinten ist noch eine. Was ist das? Nur Steine. Wir werden uns das mal anschauen. Bis jetzt muss ich sagen, die Map gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe schon viele Open World Maps gespielt. Wirklich themenbasierend ohne Ende. Diese Map ist für mich keine Open World Map. Muss ich ehrlich sagen, es ist... Was ist das für eine Map? Es ist eine Schwimmmap, wo du halt, wenn du von Insel zu Insel schwimmst, XP kriegst. Das war's. So, wir sind auf der Insel. Hier war was Grünes. Das ist Gras. Hier ist irgendein Blob. Gibt nochmal 500 EP und das war's. Mehr gibt's hier einfach nicht. Ich könnte jetzt nur wieder dahin zurück und angeln. Einfach nur angeln. Ich muss mal ganz kurz den Waypoint wegmachen. Wir sind dort aktuell. Hier. Das ist keine Open World Map. Das ist keine Open World Map. Und die XP tatsächlich, also... Ja, also da möchte ich fürs Angeln schon definitiv mehr XP haben als paar 30 XP. Und was, man kriegt hier aber wirklich schon 36 EP?
oder 34, das war's. Hier gar nicht, kann ich gegen Coins eintauschen und ich kann mit den Coins nichts machen. Wie viele Coins habe ich? 13. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt müsste ich tatsächlich versuchen, das alles noch anzuschalten, um zu schauen, wie viel XP man insgesamt bekommt. Weil das scheinen ja jetzt AFK-XP-Maps zu sein. Gleich müsste man die 25 Coins zusammen haben. Ja, dann aktivieren wir mal das. Gibt es auch nur ein XP bei dem Tier 2. Was ist denn das für eine Kacke? Sorry, aber die Map ist der größte Mist in meinen Augen. Klar darf man nicht zu viel erwarten von einer AFK-XP-Map. Ich könnte mich jetzt hier Stunden hinstellen und... Ja, ich krieg die ganze Zeit ein XP pro Tick. Aber... Hä? Ich gebe jetzt hier... Ich habe geangelt. Ich gebe jetzt Gold für alle drei Teile aus. Tier 1 und 2 gibt ein XP. Tier 3 gibt wie viel? Würde ich gerne mal sehen wollen. Darf ich nicht sehen. Da, nö, darf ich nicht sehen. Das ist weird. Ausschalten kann man die auch nicht. Boah. Ja. Das war's. Mehr kann man hier nicht machen. Man kann die Coins nicht ausgeben. Oh, doch, hier. Hier kann man jetzt Gold ausgeben für XP. Da muss man aber dauerhaft E-Spam. Naja. Außer man legt es auf die Maus um und benutzt einen Autoclicker. Weil die Coins werden auch nicht weniger. Wenn man mal schaut. Rechte Seite schräg über dem Holz. Ich habe immer noch 92 Coins. Es wird nicht weniger. Wenn man jetzt das mit Autoclicker macht, über die Maus, dann könnte vielleicht eine hohe Summe XP zusammenkommen. Aber so an sich muss ich sagen... Keine Open World Map. Wir fangen jetzt mal von vorne an. 1, 2, 3, mit der hier, wo ich drauf bin, 4, 3 Inseln und ein Boot. Wo es ein paar XP gibt. Das war's. Man muss da sogar erstmal hinschwimmen. Ich habe Open World Maps gespielt, da reitet man auf Tieren, da fährt man mit Autos, da läuft man. Man schwimmt nicht. Man hat links und rechts Wege, Bäume, Tiere, Häuser, alles Mögliche. Man kann Geschäfte besuchen, man kann Aufgaben erledigen, Jump-Runs, man kann alles Mögliche auf der Open World Map machen. Das ist keine Open World Map. Ich stehe hier, kassiere jetzt XP fürs Rumstehen. Und das ist gerade mal ein EP und... Oh, Tier 3 gibt sogar 3 EP. Wow.
Ansonsten könnte ich jetzt dauerhaft hier Spam und mein Gold ausgeben. Für was? Wie viel? Zeigt mal hier. 1 EP. Vorher war es ein bisschen mehr, jetzt ist nur noch 1 EP. Ich müsste den ganzen Tag hier stehen, um mindestens 2 Level zu machen. Und das ist nicht Sinn und Zweck einer Map, vor allem einer Open World Map. Ich stehe hier, angel, fische, kriege dafür Geld, gibt's aus für XP, aktiviere die 3 Dinger, kriege ein paar XP, das war's. Wo ist hier eine Piratenbucht? Wo man mit Piraten quatschen kann, wo man vielleicht das ein oder andere Jump'n'Run macht, um vielleicht mal an 1000 EP zu kommen oder so. Wo ist... Das hat auch nichts mit Piraten zu tun. Klar heißt die Map XP Island. Das ist keine Insel, das ist ein dahingeschissener Sandhaufen. Sorry, aber es ist so. Es ist leider so. Mit dem Vogel hier kann man auch nicht interagieren. Nur mit dem Vogel dort. Ich kann diese Map nicht weiterempfehlen. Es tut mir leid. Ich habe jetzt 15 Minuten meiner Zeit hier reingesteckt. Für nichts und wieder nichts. Das ist... Diese Map ist sehr, sehr enttäuschend. Kann ich nicht weiterempfehlen. Deswegen werde ich den Creator auch nicht unterstützen. Es tut mir leid, ich unterstütze ja Creator, dessen Maps richtig, richtig geil sind, die mir Spaß machen. Wo ich auch selber Spaß dran habe. Wo ich, die ich weiterempfehlen kann. Aber hier nicht. Tut mir leid, hier nicht. Deswegen, ich muss ganz schnell hier raus. Denn erstens geht mir dieses Tickgeräusch von der Uhr für die XP gerade richtig auf den Sack. Bei Deathrun Maps ist das tatsächlich nicht so penetrant, weil man da auch die ganze Zeit unterwegs ist. Aber an sich kann ich sagen, jetzt habe ich das hier gemacht. Diese Map fliegt auch aus meinen Favoriten raus. Rollenspiel ist gar nicht gegeben. Einfach überhaupt nicht. Erkundung ist nicht gegeben. Abenteuer ist nicht gegeben. Open World ist nicht gegeben. Das ist alles nicht gegeben. Das ist alles Quatsch. Das stimmt gar nicht. Was will man mit dort mit 3 Spielern? Man hat 3 Angelpunkte. Wow. Einer schwimmt umher, erntet die etwas größeren XP ab. Das war's. Die anderen gucken ins Leere. Wie das mit diesen Fässern, was sich da, wie sich das verhält. Wenn einer das aktiviert, ob dann alle die XP kriegen oder nur einer, der es aktiviert hat, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht getestet, werde ich auch nicht testen. Aber diese 4 Sachen hier sind nicht gegeben. Also ist das für mich keine Open World Roleplay Erkundungsabenteuer Map. Es ist eine Sanddüne. Mit einem Vogel, der nicht mal einen Auftrag erteilt, angle den und den Fisch, dann kriegst du das und das oder so. Ist einfach nicht, ist nicht. Diese Map kann ich nicht empfehlen, deswegen fliegt die auch aus meinen Favoriten raus. Und ich habe hier tatsächlich einiges an Favoriten drin. Wer sich an diese Map erinnert, die ist voll geil. Wo haben wir denn die andere? Wo ist die Valhalla-Map hin? Die ist raus. Warum? Naja. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, die Valhalla Map ist, oder hier zum Beispiel die Skyblock Adventure Map von Epic Games. Themenbasiert, man muss was machen, man kriegt nicht zu wenig XP, man kriegt ordentlich XP. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen. Wo habe ich die ausgesucht? Was bei Roleplay? Nein. Was bei Roleplay? Nee, bei Locker war das, glaube ich. Ich müsste die mit drinne schicken. Hier gibt es sehr viele Maps. Tatsächlich die Map Simple Escape habe ich schon gespielt. Die Escape Map hier habe ich schon gespielt. Die sind richtig geil. Das sind richtig geile Maps.
Hier ist nämlich auch die Skyblock Map dabei. Hier, Paradise City, habe ich auch gespielt. Es ist eine Open World Map. Man hat mehrere Inselabschnitte mit, also es ist auch Wasser mit Inseln, da sind aber Städte drauf. Da kannst du diverse Sachen machen. Das ist unglaublich. Die hat noch ein Herz. Warum ist die nicht drinne? Lol. Das sind Maps, die machen Spaß. Da steckt auch was dahinter. Jetzt ist sie wieder da. Aber nee. Diese Map hier ist der reinste Müll. Deswegen beende ich jetzt das Video hier auch. Das geht mir schon viel zu lange für diese Map. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst Kommentare da. Schickt mir eure Map-Codes, dann teste ich die. Ich sage auch offen meine Meinung, ob mir diese Maps dann gefallen oder nicht. Was man besser machen kann. Hier muss man sehr viel umändern, sehr viel besser machen. Und erstmal diese vier Sachen rausstreichen, weil die sind nicht gegeben. Jo, und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop.